Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jetzt müssen wir mal alle aus Versehen in einer Sekunde gleichzeitig drücken. Dann geht die Scheiße hier los, weißt du? Upsi. Ja, dann bin ich raus. Lalalala. Ihr habt doch echt mit Xena, oder? Das seht ihr mal eine Frau so viertelnackt, Alter, und ihr geht schon ab, ey. Grand Prix von Xena. Oh Gott, echt? Eieieiei. Ernsthaft, Volvo? Wir machen eine Begrüßung heute. Bitte nicht ich. Oh, Bro. Oh Gott, geht schon los. Ich bin noch gar nicht mental eingestellt. Tu alles zusammen, dann heißt es Glimpf. Jake vor Hamilton, Rosberg, Vettel, Alonso, Ricciardo, Raikkonen, dann Joker, der Bottas auf der 9, Massa auf der 10, Volvo auf der 13 und meine Wenigkeit auf der 14. Ich komme dann noch schnell zum Punktestand. Nach Bahrain. Auf Platz 1 Eberhofer mit 75 Punkten, auf der 2 Valvorik mit 48 Punkten, Joker auf der 3 mit 45 Punkten, Lewis Hamilton auf der 4 mit 30 Punkten, Kenny auf der 5 mit 20 Trilliarden Punkte, 26 Punkten, Sebastian Vettel auf der 6 mit 22 Punkten, Nico Rosberg auf der 7 mit 21 Punkten, Daniel Ricciardo auf der 8 mit 12 Punkten, Felipe Massa auf der 9 mit 8 Punkten. Doch, ja, ist richtig, mit 8 Punkten. Sergio Perez mit 6 Punkten auf der 10. Auf der 11 Fernando Alonso mit 4 Punkten. Kimi Räikkönen auf der 12 mit 2 Punkten. Genauso wie Adrian Sutil, der ist auf der 13, hat auch 2 Punkte. Nico Hülkenberg auf der 14 mit 1 Punkt. Pastor Maldonado auf der 15 mit ebenso einem Punkt. Der Rest von Valtteri Bottas bis Marcus Ericsson sind punktelos. Dankeschön, Beißler, für die kurze Analyse. Ach nee, Jake, Entschuldigung. An dir fummelt irgendwer rum so am Auspuff. Was? Geh von meinem Auspuff weg! Bist du nichts mehr? Ui, nichts mehr. Ich stehe Spionage betreiben. Spionage. Verstanden? Okay. Das Rennen kann nur besser werden. Viel Spaß, liebe Leute. Viel Spaß und viel Glück. Viel Glück im Schlibbeln. Viel Glück beim Zuschauen, viel Spaß beim Fahren. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Das geht doch schon wieder los. Sei auch mit dabei. Singst du das jetzt jedes Mal, oder? Ja. Okay. Was dagegen, oder was? Ja. Servus, grüß Gott zu Haus. Hallo, servus, grüß Gott zu Haus, heißt das. Welchen Zug bist du so peinlich herumgehend? Du auch. Du Zucker. Warte. Los geht's! Boah, wow, Kenny! Was denn? Ich hab rechts außen Perez überholt. Wenn du da irgendwo reinkommst. Ja, Perez zuckt drüber. Ah, Kenny! Ich bin in der Mitte! Dein Lieblingsplatz. Oh, Kenny! Ich bin schon mal an mir vorbei. Nice start. Ah, das war glaube ich der verheiteste Start, den ich bisher hatte. Oh! Vettel! Vettel! Jake hat schon Hamilton. 5 Runden Vorsprung. Hey, erster, zweiter, dritter, vierter mal wieder. Und wieder konnte ich mal. Oh, Scheiße! Oh Gott. Wieder konntest du mal scheißen? Herzlichen Glückwunsch dazu. Mein Platz, dich, den ich vor euch war, die Plätze nicht halten. Was? Jetzt habe ich nur die Hälfte verstanden. Ich bin mit Scheißen ausgestiegen, sorry. Wo macht's Joker am Klo? Nicht, dass die Platz so vom Wand zum Wand dann, was er da rauslässt. Es ist durchs Fenster geflüchtet. Alter, Luise. Wer hat denn Goldkettchen für dich? Das goldene Lasso. Er ist Wonder Woman.
Jack hat schon wieder das Hühnchen weggeknattert. Alter, 7,4 Sekunden Vorsprung in einer Runde, Mann, das ist doch lächerlich, ey. Oh Gott! Oh Gott! Bist du vorbei? Puh. Hab mir eingestrudert. Ich hab mich etwas, ich war etwas überrascht, als ob einmal mein linker Vorderreifen anfing, sehr gelb zu werden. Hast du die Eckstrudler doch? Vielleicht habe ich drauf gepiest. Ich weiß es nicht. Wer ist hinter Hamilton? Rosberg. Okay. Der hat ja bisher auch nicht so ganz geblickt in der WM. Kein Wunder. Hast du den nicht weggelötet? Ich? Was? Bin mir keiner schon bewusst. Joker hat den Hamilton weggelötet in Bahrain. Echt? Sauber, Joker. Wir hängen so gerade beide am Arsch! Eieiei! Geht weg, ihr Ficken! Geht und lasst euch einweisen! Die strunzdebilen F1-Fahrer! Wenn jemand übrigens weiß, wie man das Gemisch schneller einstellt, dann bitte in die Kommentare. Ich habe keinen Plan. Steuern kann man nämlich soweit nicht verändern, also man muss wirklich zweimal rüber drücken. Zweimal den linken Stick antippen. Du versuchst immer noch einen Klick zu sparen. Ja. Musst du mehr Clicker Hero spielen, dann schaffst du es auch. Ja. Alter, 11 Sekunden, Jake, ist das verrückt nach zwei Runden? Wir sind im selben Team. Sag ja, sobald immer das eine schnellste Runde nach der anderen hinballert, gleich kriegt er ein paar Sekunden Strafen. Kann man ja mal. Geht doch nicht mehr hier an. Das ist doch nicht normal so. Da war der Plan von Wayne Johnson mit die 3 Sekunden noch untertrieben. 5 kann er hin. Aber der Jake mag ja auch China besonders gerne. Das stimmt. Also er wisst, wie er uns abzieht, wenn er dann alle Fahrhilfen draußen hat. In Spanien. Seht schon, komm. Dann explodiert mir die Karre, weil ich das Schalten nicht kann. Oh, haben wir eine ganz kleine Chance, dass sie wirklich die Karre hochgeht in diesem Spiel. Kenny, ich komme! Nicht? Ich komme nicht? Ich hab's versucht, aber. Ich hab's versucht, aber es ging nicht. Wo du in die Ecke sprichst. Mein Weib hätte ich natürlich probiert, volle Möhre. Aha. 1,45,695. Süß. 1,46,948, Alter. 1,44,1. Ja, der McLaren ist uns überlegen. Oh Gott, Alter, ich krieg diese Schnecke hier nicht hin, Alter. Die Schnecke. Hallo. Klingt wie meine Waschmaschine im Hintergrund. Es ist deine Waschmaschine im Hintergrund. Jetzt bist du Joker gelaufen. Warum? Weil ich es kann. Boah. Kenny, ich bin rechts neben dir. Jo. Zieh rüber. Ja. Kenny, jetzt fast die Macht. Gestatten, Donk. Gestatten, ich bin ihr Teamkollege. Bei Toro Rosso ist doch Boxenstrategie so in Teamorder. Lass ihn vorbei! Nö!
Lass ihn sofort vorbei! Er kann ihn allen überholen! Nee, kann er nicht! Wie sie es dann im Nachhinein noch so rechtfertigen wollten. So, naja, wir sind ja dann eh drauf gekommen, dass es keinen Sinn hätte, dass der nicht mehr vorbeikommen würde. Ja, nee, klar. In der letzten Kurve oder was? Wann sind die drauf gekommen? Wir haben die Entlassungspapiere bereits unterschrieben, Kopf. Ja. Huch. Huch. Jake, fast auf weich? Oh. Nee. Warum auch? Rosberg jetzt auf der 4. Kenny, was los da hinten? Ich hab die Schnecken weit genommen. Geile Schnickel. Respekt, Vairo fährt hier auch sehr stark wieder. Das sind erst 5 Runden. Aber generell schon die ganze Saison, ja. Die ersten 3 Rennen waren ja nur nicht schlecht. Ich geb mal Mühe. Denn es geht ja hier um den Kampf um den Vize-Weltmeister-Titel. Aber hallo. Das ist das Schlimme, ey, so mal zu sagen. Echt traurig, ey. Letztes Jahr war so verwichst, wir hätten so viele Chancen gehabt. Und jetzt mit Jay geht gar nichts mehr. Oh Mann. Schon sehe, wie er da auf der Startziel gerade so lalala, völlig vor sich hinfährt. Der Freundin wahrscheinlich hat er nicht mal die Hände am Lenkrad, weißt du? Lalala, ich winkt schon mal ein. Schau zwischendurch aufs Handy. Ich hab R1 im Ace. Selfies! Selfies mit der Susi! Das ist meine Susi! 1,44,9! 1,54,9! Alter, hast du denn rausgehaut, Kenny? Oh! Das ist der nächste! Oh Gott! Jockel auf Mager. Ah, das gibt mir den Tipp, mal hinzuschauen, wie es aussieht bei mir. Momentan nur letzten Sektor bei den Dänen lang geraden. Steak auf Fett anzusetzen. Irgendwas soll ich halten. Dein Pipi. Ein Schiss. Dein Maul. Versuch dein Maul zu halten. Oh, ich sag doch gar nichts. Hallo, blach, hallo, blach. Oh fuck! Hm? Oh fuck! Oh, Volker fühlt sich angesprochen. Ich hab blau fuck verstanden. Der blaue Fuck-Vogel. Er kennt ihn nicht. Das Fuck-Fehlchen. Das Fuck-Fehlchen. Das Fuck-Fehlerchen. Also, Jake, erzähl uns wieder irgendwas. Irgendwas, was dich ablenkt. Was war los in der letzten Woche? Ist dein Penis gewachsen? Alter, 1,41. Und meiner schrumpft gerade. Entschuldigung. Hatte wahrscheinlich auch noch Zeit auszusteigen und das Hütchen wieder aufzustellen in der letzten Kurve. Also erzähl uns das, Jake. Nein, das habe ich mitgenommen, das stelle ich nachher wieder auf. Ich hab's noch nicht gepumpt. Schon 10,5 Sekunden Rückstand, Alter, ich krieg einen Anfall, ey. Übrigens, zu dem Zeitpunkt wird das Video ja, sollte es ja eigentlich da sein, also wer sich wundert, dass Australien von mir nicht gekommen ist, die Datei ist im Arsch. Gewesen. Deswegen gibt es für mich kein Australien-Rennen. In Malaysia sollte dann, ich habe es zu dem Zeitpunkt hier noch nicht hochgeladen, aber Malaysia und Bahrain sollten wieder ganz normal oben sein und China eben auch. Ansonsten vergesst das wieder, was ich gesagt habe. Ansonsten hört es eh nicht. Außer sie schauen ja, bei euch vorbei. Beim Valvorik und Joker. Beim Kenny. Aber nicht beim Kenny. Ihr könnt beim Kenny auch im Livestream vorbeischauen.
das Schweigen. Muss ich ja noch einen Link in die Beschreibung packen. Na Quatsch. Oh Gott, hups. Der Hobby AB ist halt abgekürzt. Jake fährt jetzt in die Schnecke hinein. Und macht mal wieder eine schnellste Runde. Die schnellste Schneckenrunde hat er gemacht. Kein 1,40, schwul. Ja, das fährt er ja dann mit weichen Reifen. Ah, okay, dann. Da fährt auch 1,39 fertig. Abstand zu Joker bleibt konstant. Ja, nee, das ist schon wieder angewachsen. Ich fahre 1,46er Zeiten, mehr ist hier nicht drin für mich. Hardcore-mäßig, wie schlecht ich bin, ey. Joker und ich haben nur heimlich geübt. Und Jake, ja, von dem redet man gar nicht. Jake hat das Spiel programmiert. Mist, der hat mich. Hab ich nicht. Runde 8. Während wir es heute Dienstag haben, gar nicht mal so spät wie normalerweise. 18 Uhr. Es ist noch hell draußen. Gerade. Ja. Echt strange für uns. Die Waschmaschine läuft schon auf Hochtouren. Und Jake fängt bald an zu überrunden, wie ich dort so sehe. Ei. Es ist gut, dass du mir das sagst, weil ich habe die Karte ausgemacht. Auf seiner Waschmaschine. Ich guck mal kurz in die Waschmaschine. Ja, gleich ist Überholungszeit. Es ist. Ach so, ja, ui, der Pöllerbein. Wer sich wundert, also das ist schon gewollt. Ich habe unten weder die Karte noch die Geschwindigkeitsanzeige. Ich habe nur noch oben rechts und links die Anzeigen, weil den Rest kann ich ja auch vom Lenkrad ablesen. Den brauche ich nicht unbedingt. Wer sich überhaupt lächerlich macht, Alter. Kann ich auch von außen. Wenigstens aus der Cockpit-Perspektive hoch. Bitte? Nee, aus T-Cam versetzt. Vielleicht solltest du noch aus der Cockpit-Perspektive fahren. Und gibt's noch irgendeine so scheiß Perspektive von hinten oder so? Die ganze Zeit nach hinten gucken. Ja. Wo was da Flug an sich gibt's. Okay, wir wollen nicht ganz unfair sein. Schau einfach die ganze Zeit nach rechts. Schau dir die schöne Landschaft an. Und wer weiß, vielleicht könnte sogar mein Schlümpf sehen. Ich bin der Schlümpf von Cowboy, ciao. Man kennt mich. So, jetzt geht's wieder los. Tut mir leid. Ich bin der Schlümpf von Cowboy, ciao. Man kennt mich im Schlüssel. Ich bin der Schlümpf von Cowboy, ciao. Ich bin wieder aus Kohl gefahren. Mein Pferdel hat's in die weite Welt hinausgerissen. Pferdel, du warst gar nicht so schlecht drauf beim letzten Mal, finde ich. Also. Solltest öfter übernachtig sein. Dann singst du wenigstens nicht. Hör auf zu singen. Geh weiter, Kenny. Damit machst du ihn ballerballer. Das sind unfaire Mittel. Los, fang an, die Ohren müssen bluten. Sieg durch Singen. Joker ist ja unser Singstar-Spezialist. Aus Holger und Gesang. Und was ist dein Lieblingslied, Joker, bei Singstar? Da gibt's einige. Was kannst du besonders gut? In the Bible, like a plastic, it's fantastic. Das mag ich auch, ja. Was kannst du brushen? My hair, ne? You can brush my hair and touch me everywhere. Alter, das ist so blöd, yeah. Mach weiter. Ich hab ein paar Zehntel verloren. Den Vorsprung machen wir über 7 Sekunden, jetzt war es nur 6 gemacht. Come on, Jockel, let's go, Gockel. Das
sie an meinem Jockel-Dockel. Oh, Alter. 6,5? Das war's. Oh nein. Meine Reifen gehen flöten. Ja, wer ist da wohl schuld? Oh, so sie. Nee, ich komme auch nicht weg von hinten oder vor Rossberg, ey, das ist so lächerlich, ey. Also, du bist Vierter? Nein. Doch. Vielleicht. Es wird sich nach dieser Geraden entscheiden. Letzter. 1,44783. 7,3. Wie er sich gerade freut. Ja. Sorry, Joker. Seine McLaren-Schüssel. Selber Schüssel. Ich weiß. Gummibärsaftschüssel. Ich habe hingegen schon 21 Sekunden Rückstand. Ist es denn die Möglichkeit? Ist es eine Possibility? Der zweite Sektor, ich glaube, da kann ich mal ein bisschen was aufholen. Der liegt mir besser als der Valvo. Der liegt mir besser als der Valvo. Ja. Jetzt will ich hier offen. Ich lieg besser auf dem Valvo. Ich nicht oben. Ich bin im optimalen Bereich, wie der Wagen. Ich lieg nämlich gerne oben. Ah, ja. Alter, ich würde am liebsten jetzt in die Mauer fahren und einfach aus der Skype-Konfi verschwinden, ey. Passt, dann haben wir schon mal weg. So, wie kriegen wir Jake los? Ich glaube, der macht das geil. Na, uns doch auch, sonst würden wir nie sagen. Jake, hast du irgendeine Phobie vor irgendwas? Schlangen oder Spinnen oder... Was für Schlangen meinst du jetzt? Ich weiß nicht. Die einäugige Hosenschlange. Ich nenne sie auch Gregor. Gregor von den Kickers, oder? Der einäugige Ulf. Ich bin eigentlich ganz tierlieb. Ich habe immer eine Schlange mit dabei. Also Jake, sag an, liegt da eine Phobie, von der wir wissen sollten? Klingt ein Fetisch. Also keine, von der ich selber weiß. Noch nicht. Höhenangst oder so? Nö, die hält sich in Grenzen. Ich würde sagen, nicht mal Höhenangst oder so. Aber ich habe zum Beispiel Höhenangst. Echt? Ja, das heißt, ich habe keine Angst, in die Höhe zu gehen, sondern einfach nur, ich habe Angst zu fallen. Weißt du, das ist schwer zu erklären. Ich habe Angst, runter zu gucken. Ich meine, ich bin schon fast 2 Meter groß. Und wenn du dann noch auf irgendeinem hohen Objekt stehst und du dir dann denkst, okay, wenn du jetzt vornüber kippst, fällst du aus 4 Meter, 5 Meter Höhe und klatscht auf den Boden. Deswegen will Kenny nie heiraten. Was? Oh, da fallt er sonst mehr. Los, fall auf die Knie von mir, Schatz. Nein, ich hab Angst davor. Oh Gott, was der niedrig. Schon wieder der niedrig. Füße hoch. Alter. Oh Gott. Ich bin gut drauf. Scheinbar noch besser drunter. Boah, ist das eine beschissene Streckenführung, ey. Dies war einmal ein Hütchen. Ich werde hier die ganze Zeit einfach 1,5 Stunden Werbung für meinen Twitch-Channel einbauen. Dann kriegen sie mehr zu sehen als dieses Rennen hier. 10 Sekunden dabei mittlerweile. Und verbremst, jawohl. Die Reifen platzen gleich. Und Susi! 39 Sekunden auf Jake. Alter.
Also ich habe nur Angst vor spitzen Gegenständen eigentlich. Vor spitzen Gegenständen? Ja. Okay. Also weiß nicht, zum Beispiel eine Schere, die ich so angucken muss, das kann ich nicht, das geht voll nicht. Okay. Aber auch nur manchmal. Ich meine, macht's mir nicht so, manchmal denke ich mir voll, Na, vielleicht was mit deinem den Augen, Auge. Ja, mit deinem Auge zu tun. Mhm. Aber sonst so Höhenangst oder so gar nicht. Ich meine, irgendwelche mich jetzt in eine Schlangengrube setzen oder mit Spinnen kuscheln, ja, auch nicht unbedingt. Na gut. Amazon kuscheln. Das auch. Und Joker bei dir? Höhenangst. Angst vor Joker. Vor Batman. Vor Clowns, ja. Da hat Acid wahrscheinlich so einen Teil dazu beigetragen. Ronald McDonald. Und ich hab Angst vor Kobayashis, die dich Platz machen. Ey, was sollen die Ficke? Willst du mich verarschen? Aber ansonsten. Mach gleich Sushi aus dir. Koba Sushi. Sorry, Joker, was? Ja, ansonsten eher fällt mir gar nichts ein. Höhenangst, auch wie beim Kenny, nur beim Runterfallen? Ja, also wenn ich schon auf einer Leiter stehe, habe ich schon. Ich habe einfach nicht diese Balance oder irgendwie wie manche irgendwo drauf stehen können. Ich muss sagen, einer meiner Wünsche ist immer noch Bungee Jumpen zu gehen und Fallschirm springen. Ja, das kann ich mit den Augen leider vergessen. Ja. Das ist doch da, das Feld, oder? Nein, das ist die Großstadt! Achso. Das ist die Terrasse von dem Haus, von dem sie gerade springen. Achso. Sag das doch! Platsch. Da wollte ich doch hin, das ist doch mein Jugendraum. Hab ich vergessen, den Haken reinzumachen? Nö, sie haben nur nicht getroffen. Achso. Batarang. Und Rosberg zieht weg, Alter. Was für ein Setup habt ihr genommen? Zwei rechts, einer rechts. Alter, bin ich echt so ein schlechter Fahrer oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Frag mich mal, ich werde da auch laufend kastriert von Jake. Ja, vom Jake, aber mich fickt die KI, Alter. Rosberg kann ich nicht mehr sehen. Der ist da hinten irgendwo. Und Hamilton penetriert mich auch die ganze Zeit, ey. Kann ich ansatzweise mitteilen, das ist so lächerlich. Ey. Feig jetzt hier gerade, Mann. China. Ja, jetzt habe ich ein bisschen rausgezuppelt auf den Joker. Ich glaube, hier fahre ich nur noch im Magermisch. Ich habe eh keine Chance mehr, überhaupt noch ranzufahren. Ran. Der Toro Rosso, der ist zu viel auf Gummibärsaft unterwegs. Da geht nichts. Oh Gott, der Bottas ist schon wieder auf Platz 14. Holt der echt mal Punkte? Wer? Bottas. So. Seit der Valvo da weg ist, da geht nichts mehr. Geht gar nichts mehr. 8 Punkte vom Massa, 2x 8er Platz, das ist aber auch schon alles. Button habe ich jetzt gehört, dass es mal wieder ums liebe Geld gehen soll. Ich dachte, der ist schon bestätigt für nächstes Jahr. Ja, angeblich schon, aber es sollte eine Ausstiegsklausel geben für McLaren, die sie ziehen können. So ein 2-Jahres-Vertrag und sie können dann eine Ausstiegsklausel nehmen, weil er dann irgendwie im nächsten Jahr, glaube ich, 13 Mille verdient, statt jetzt 9 oder 8. Okay. Und jetzt wollen sie ja die Ausstiegsklausel ziehen und dann eventuell einen neuen Vertrag machen, damit er halt weniger verdient. Und Button sagt halt dann, nur, dann geht er halt in Karenz, in Pension. Und versucht halt so zu pokern, dass sich dann der Ron Dennis nicht drauf einlässt und den halt nicht verliert. Und er fährt halt in irgendeiner anderen Rennserie. Will halt keine 13 Mille dort verdienen. Kann ja GP2 fahren, die Autos kennt er ja schon bereits, seit der Saison mit McLaren. 13 Mille fürs hinten nachfahren ist schon echt
Frag mal Alonso. Alonso, weil über, ja, eben, wollte ich gerade sagen, was Alonso verdient. Und wie er sich dann auch beschwert über die Motoren. Und das sucks. Kobayashi, du Furzgesicht. Das ist echt ein bisschen übertrieben, wie er sich dann beschwert hat. Ich meine, hallo, die stopfen in die 30 Mille in den Rachen. Kann ja aufhören. Genug Geld hat er ja. Ja. Kriegen ja alle nie den Hals voll, hat man ja auch bei Schumacher damals gesehen. Ich will unbedingt noch wieder weiterfahren. Aber Michel, du stinkst doch aus der Waffe. Ja, aber trotzdem. Ab nächster Saison in 21 Rennen, ey. Nein, das setzen sie sowieso nicht durch. Da gibt's eh wieder noch 5 Änderungen von Bernie. Dann sind es 30 Rennen, stimmt. Ja, klar, es kann natürlich auch sein, dass er dann noch irgendwas hinzuholt. Also so zum Beispiel so einen großen Preis vom Furzhausen. Irak oder so. Entenhausen. Dagobert Duck hat mal ein paar Millionen Jahren locker gemacht. Wir können uns am Geldspeicher schwimmen. Eriksen, Furzkopf. Die Regenbogenstrecke von Mario Kart. Oh. So, ich fahr jetzt noch eine Runde und dann gehe ich rein, Kenny. Okay, mach mal. Du hast so viel Vorsprung. Ich kann trotzdem mit dir in dieselbe Runde reingehen. Geht's gemeinsam rein. Ja, so magst du es am liebsten, ne? Keiner geht raus, kommt raus. 23 Sekunden Vorsprung auf Rosberg. 18 Sekunden Rückstand auf Weibo, ich werd bekloppt. Das wird hier ein dritter Platz. Bin ich da glaub. Biang! Plus eine Runde. Geil. Wie schaut der Abstand nach hinten aus, Joker? 23 Sekunden vor Rosberg. Okay. 8. Sinkt oder steigt? Oh, hat jetzt nicht so drauf geachtet, aber man kann mal sagen, steigt oder bleibt gleich so. Okay. Momentan fahre ich ja auch eh immer nur mager gemisch. Da geht wer an die Box. Ja, die Boxeinfahrt war doch hier auch so bekloppt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin nicht der Klopp! Das macht mich aber nur so bekloppt. Ui! Ui! Hallo, du brauchst die Tür nicht zuschmeißen. Na, leck. Ah, Schluck. Ja, frische Schlüpper, geil. Das war jetzt gar keine so schlechte Zeit. Wo meine Reifen schon burnen. Oh, Rosberg. Qualmen. Hallo, Kenny. Das sind wir mir schon, oder? Ja. Wow. Ernsthaft? Alter. Really? Danke. Na, Rosberg, links, rechts? Oder soll ich dir voll in den Arsch brechen? Rosberg hinter mir, guck, guck. Na, Nico? Wie läuft's mit dem Einkaufswagen? Volle Möhre! Bah, huhu, Maldonado, hoho, da hätte ich mich geknallt. Den sehen wir noch in 20 Jahren in der Formel 1. Ich glaube auch. Die venezianische Pestbeule. Mit seinen Milliarden. Geld hat er, ja. Was ich mich frage,
Den Menschen Venezuela geht's ja jetzt allen richtig schlecht. Jetzt wissen wir warum, weil der kriegt ja die ganzen, weiß nicht wie viele Millionen da reingepumpt. Da bleibt fürs Volk nichts mehr. Ey, Rosberg, Alter! Zieht die Dinge auf der Geraden an mir vorbei und dann die alle Nadel anschauen. Und da vorne seid ihr ja. Ah ne, Rosberg geht in die Box. Will nicht spielen. Komm, lass uns ein Spiel spielen. Ich bin ja noch ein ganzes Stück weg. Ja, ja. Ja, ja. Dreh mich beim nächsten Mal um, zack, ist alle an. Ja, das ist auch eine Phobie vor Jake. Die Jake-Phobie ist all. Du kündigst dich an. Oh, Alter, ernsthaft. Meine Waschmaschine ist fertig. Es geht wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Da kommt der Jake um die Ecke gefahren. Hallo. Ah, die eine Runde war zu lange. Meine Schlüppis qualmen. Du hast zwei an? Ja. So, los geht's. Raus. Ich schmeiß mich raus. Also an deiner Stelle würde ich den rausschneiden. Der war eher peinlich. Mein Bruder. Was, dieser Kenny? Ja, den schneide ich raus. Geht wieder jemand in die Box. Das Peinliche ist, mir fällt schon gar nicht mehr auf, wenn ich rübs. Da muss ich echt aufpassen. Na, öffentlich, ja. Ich bin so verarscht. Oh, so weit ganz so. Na, was sagt ihr jetzt? Hier, Servus, ich hätte gerne ein. Und dazu noch ein. Oh! Mir fällt das Gott sei Dank schon auf. Also bei mir selber. Das macht er. Was eine Durchsage im Markt, ey. Kasserschluss. Gang 3. Werte Kunden, bitte begeben Sie sich an Kasse. War das 722.305? Oh Gott, Alter, wie bremse ich denn hier, ey? Nicht gut auf jeden Fall. Da gibt's so ein Pedal, so unter einem deiner Füße. Das eine ist fürs Gas, das andere ist dann so. Um dir ins Gesicht zu treten, genau, danke. Wie der wegzieht. Das ist unfucking fassbar. Ich sehe da im Rückspiegel so ein Toro Rosso immer größer werden. Ach, Joker, ziehst durch nächstes Mal, wenn du die Eier hast. Ich glaube, ich hätte es auch mal genau die Geschwindigkeit gehabt, hätte, aber ein Stück gehört dann hier fehlt. Ach, du Muschi. Was bist du für ein Sohn? Hey, guck, der geht zu dir. Schnauze, Papa. Kam aber auch angeschäppert gerade, mein lieber Schwan. Ja. Ich wollte unbedingt die Mauschel da immer holen. Ja, das habe ich gesehen. Hat ja funktioniert. Ich hab doch mal der Jake auch noch. Den sieht man so schlecht in seinem silbernen Auto. Sag mal, Jake, bist du das? Warte mal. Doch. Mal ausprobieren. Zack. Ey. Ja, er war's. Mal Frontflügel fragen. Oder das Rad, was hier rumliegt. Du sag mal, war das der Jake? Ich bin kein Rad, ich bin Schneckenhaus, du Idiot! Ach so.
Kann ich nicht mehr bewegen? Was kostest du an Miete? Kannst du dir nicht leisten. Hast du auch einen Garten? Jake, wann gehst du rein? Runde 24. Da freue ich mich schon auf die Bestzeiten. Ui, das war ein bisschen abkürzt. Fährst du dann zweimal weich, Jake, oder gehst du nochmal auf hart? Nee, ich fahre zweimal weich. Okay, Vettel ist auch auf weichen Reifen unterwegs. Was fahrt sie gerade? Hart. Also du warst schon in der Box, Kenny? Ja. In der Runde 19 war ich dann. Erzähl's doch was. Ja, was denn? Ich konzentriere mich gerade. Ups. Ich jag Rand. Immer Wuschel hinterher. Hey, bleib mal stehen. Das ist der Max. Riecht's da noch so gut von mir vom letzten Jahr? Ja? Ich hab noch nicht seinen Witz geschissen. Wow. Weiß jemand noch die Ergebnisse vom letzten? Ich meine auf jeden Fall... Alter. Vierter, oder? War ich gleich. Ich weiß nicht mal, wie die letzte Runde zu Ende gegangen ist. Kann das sein? Ich weiß noch, das war wohl die schnellste Runde hatte. Ja, diesmal wohl nicht. Aber hast getürkt. Nee, Türkei fahren wir zum Glück nicht. Warum? Und Andreas heißt ihn auch nicht. War auch eine schöne Strecke. Hallo, grüß Gott, du hörst. Hallo, in den Dönerladen. Süß. Genau deshalb. Maldonado! Frettchen Maldonado! Boah, Alter, Alonso, was geht denn hier ab, Junge? Pest! Maldonado. Alter, was geht denn hier ab, Junge? Na, was denn nun? Alter Maldonado! Na, ah, hier ist Adrian Sutil mit dem UA. Mit dem UA. Ui. Dem UA-Song. UA, UA. Vorgetragen in Moll. Hey, das ist das erste Mal, dass ich die ES nutzen kann. Das heißt bremsen. Boah, der Pömpel steht schön in der Kurve. In der letzten. Mal sehen. Nicht gesehen. Ich muss in die Box. Er überrundet mich nicht. Puh, noch nicht. Sonst kann ich vielleicht auch nicht bremsen. Der Joke angefangen hat, muss ich wieder alles selber machen. Das ist geil, auf Mager kann man diese eine Kurve voll durchziehen. Zieh durch. Support. Das ist nice. Wahrscheinlich auch nur auf den harten Reifen.
Grossi! Wieder Schoko von dir? Grossi, Schoko, Grossi. DS, komm DS, komm DS, komm DS, komm DS. Gut, Dieres! Guck, guck! Ist der jetzt vor dem Grosjean? Die habe ich nämlich eben noch, also Tio und Gutierrez habe ich eben noch im Paarflug gesehen. Na. Hat sich das Grosjean mit reingedrängt. Da ist der Chilton wieder. Jetzt komm schon, Gutierrez, du willst es doch auch. DRS in der Schnecke ist. Gefährlich. Jetzt habe ich aber schön Zeit auf Jockel. DRS habe ich aber auch noch nicht gesehen. Jockel gut gemacht. Was ist denn los da, Jockel? Ja, mehr geht mit der Schüssel einfach nicht. Und du bist zu stark. Du machst mich in Nacken. Man darf noch eine Warmswam dranhängen. Oder Race to 7. Oder FIFA. FIFA habe ich jetzt gestern mal gezockt. Okay. 16? Ja. Die okay. Demo. Achso, ich dachte, das jetzt gekauft. Nee, nee. Und Pro Evo muss ich auch noch austesten. Wow. Ich habe den Bestzeit gefahren. Für, zumindest für mich 1,45813. Boah, Alter, mit dem Benzin in der Kurve umstellen ist das aber ein bisschen schwierig, ey. Ja. Vor allem in der Schnecke, ey. Stimmt. Ein bisschen ungewohnt gewesen noch FIFA, vor allem weil ich nicht auf welchen Schwierigkeitsgrad die Demo eingestellt war. Das war am Anfang schon ziemlich knackig, da musste ich ordentlich reinwachsen. Kann sein, dass ein Profi auch ist. Neue Bestzeit. Absolut oder was? Nee, nee. Der war gut. 1,43,1. Dann hätte die Susi sich nicht mehr eingekriegt in der Box. Jetzt kommt gleich Jake mit seinen 1,39. Ich müsste es Zeit werden. Boah, der Pöller lag hier auch toll. Der war von mir. Nice. Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Ja, eine Minute 13 Rückstand. Es läuft. Jake. Er nähert sich. Er nähert sich der 1,39. Was? Achso, wegen der... Was? Das ist jetzt hinter mir. Ich wollte schon sagen. Kommt der schon zweimal vorbei hier. Bei ihm ist alle glücklich. Junge dreht am Rad. Was? Was? Das gibt wieder eine Erwähnung. Wenn man wieder so einsam hier seine Runden dreht auf Rang 3. Vater Morgana, er ist doch schon wieder da. Lass dein Schaufel nicht so liegen! Lass mich doch nicht alleine! Du legst 27 Sekunden vor deinem Verfolger. Ich kann dir auch meine Briefmarkensammlung zeigen, wenn du willst. Ich geb dir auch Geld, aber bitte warte auf mich! Ich trau mich doch nicht, ich bin doch so allein! Yeah. Vorne, links, rechts, keiner da! Nur rechts, ich was? Ich war mehr ein Button, der mich rausschießt. Oder ein Hamilton. Hattest du schon Gutierrez zum Frühstück, Joker? Nee. Okay, dann kommen die noch. Die drei Dödel. Dein Vorsprung ist so schön langsam abartig. 30 Sekunden. Ja. Und da ist er schon. Jetzt liegt Glühstrumpf. Ah, Jake, da geht doch noch was. Ich
Ich muss hier alle an mir vorbeiziehen lassen, Alter. Ohne Scheiß, ey. Das gibt's doch gar nicht. Auf der Langgeraden überholen mich alle. Fast auf Fett, Kenny? Auf der Langgeraden, ja. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn eine Kurven fett ist, ist so ein Todesurteil. Teilweise. Da verliert man mehr, als man eigentlich gut macht. Also FIFA war bisher echt ungewohnt. Ja, hast du jetzt wirklich einige Teile auch nicht gespielt gehabt. Mhm. Stimmt, ja. Letzte war gleich 13. Ich möchte halt nicht jedes Jahr den Geld reinpumpen. Ich habe ja kein FIFA gezockt, aber ich glaube, ich hatte FIFA 14, hatte ich noch, aber 15 auch nicht. FIFA World. Ja, stimmt, FIFA World. So, Jake hat jetzt schon die Halbzeit des Rennens hinter sich. Ich auch. Und pro Evo, angeblich so von den Testergebnissen, soll das besser sein, was so die Ballphysik betrifft. Aber da kann der Joker wahrscheinlich mehr sagen. Ja, also wie gesagt, mir hat der vorherige Teil ja besser gefallen. Okay. Den sie schlechter gemacht haben. Ist es jetzt neu, dass man da bei FIFA so einen Kreis um seine Figur hat? Du kannst ihn ausstellen. Das ist halt nur, dass du für Neulinge, aber auch für Erfahrene, dass du halt weißt, was du machen kannst in der Situation. Okay. Kannst du aber auch mit dem rechten Stick immer drin drücken, ist das ausgestellt. Okay. Das fand ich etwas irritierend am Anfang. Und die haben jetzt auch wohl die Maus- und Tastatursteuerung drinnen, was ja bei FIFA Online damals so einzigartig war. Also okay. Alle gesagt haben, funktioniert ja gar nicht. Das scheint schon World gespielt hast. Standard zu sein. Mhm. Am Anfang. Dann bin ich auch auf Controller gegangen. Also. Du hast der FIFA 16 nur gekauft, Joker, oder? Aber nicht Pro Evo. Ja. So sieht's aus. Dann werde ich mir wohl Pro Evo holen. Wie gesagt, man kann auch mit FIFA 15 eigentlich nicht verkehrt machen. Das übrigens auf meinem Kanal zu sehen ist. Einer macht Werbung für Twitch, der andere für seinen Kanal. Wieso, dass man nicht auf www.twitch.tv/kenzilla_ finden kann, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich dachte, du blendest das die ganze Zeit ein. Ich wollte gerade sagen, das blinkt doch hundertprozentig in deinem Video. Zum Werbekanal, ja. So jede Minute, warte ich schon drauf? Hm? Jetzt aber, oder? Ja, aber jetzt warte ich drauf. Und sie die ganze Zeit einfach nur die Adresse eingeblendet. Guckt doch mal vorbei. Hm. Ja genau, die Adresse ganz groß und oben rechts ist so ein kleines Fenster, wo das Rennen läuft. Wo es einfach nur aussieht, als wenn sich da ein Punkt über einen blauen Punkt bewegt. Wollt ihr das volle Bild sehen? Dann abonniert mich endlich! Schaut auf Twitch vorbei! Und folgt mir! Stalkt mich! Ja wohin denn? Auf Twitch, Mensch! Ja wohin denn? Das ist ein Twitch. Switch. Twitch. Twitch ist sowohl ein Charakter in League of Legends als auch eine Livestreaming-Plattform. Ja, ich glaube, das Rennen gebe ich jetzt gerade komplett ab. An wen denn? An Herbert. Herbert macht das Ding zu Ende. Die beiden Williams von mir? Wo bist du auf der Strecke ungefähr? Hinter den beiden Williams.
Ich hab den Pöller weggeballert. Und 37 Sekunden vor dir. Ja, ich verliere jetzt so um die 2 Sekunden pro Runde. Ich würde jetzt mal schätzen, dass der Valvo gerade durch diese S-Kurve gefahren ist. Yes. Jetzt durch die Doppel-Links gefahren ist. Yes. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Was für eine Doppel! Er könnte es nicht so. Naja, meinst hier du die jetzt? Okay. Jetzt gehst du in die zweite Schneckenkurve und dann kommst du auf die lange Start und, auf die lange Gerade. Ja, Mann. Du alter Stalker. Ja. Und welcher Punkt von denen bin ich? Ich habe keine Punkte auf meinem Bild, das weißt du doch. Das habe ich nicht gesagt. Aber hey! Hallo Walterli! Walterli, wo ist dein Ricola? Der Hülkenberg. Hat die Susi extra gepflückt. Extra für dich, ihr altes Team. Wer ist das da vorne? Ein Eriksson. Kuckuck. Oh, schön außen. Wobei. Ja, schön außen. Ich glaube, ich werde jetzt ein Trainingslager anfangen. Anschluss? Nein, ich meine 2014. So ein Trainingsvideo? Hier fahrt ihr Bestzeiten. Abonniert meinen Kanal auf Twitch, dann zeige ich es euch. Ja, auf Twitch jeden Tag 2 Stunden fahren und mir von irgendwelchen Pros, die da drin sind und eh alles besser können, Tipps holen. Das wär's. Du okay, fährst voll Scheiße. Dafür hab ich wirklich nicht jeden Tag Zeit. Vor allem so Tipps wie du fährst, der voll kacke. Vielen Dank. Ja, wahrscheinlich. Wie unter meinem League of Legends Video. Wo ich am Anfang noch sage, ja, das ist eh nur zum Spaß. Ich hab eh keine Ahnung von dem Spiel. Du spielst ja voll kacke. Ach. Danke, mein Warwick. Hast du bis dahin noch nicht mal die Tastatur gefunden? Ne? Ui! Ui! Das macht mich geil! Dankeschön! Der Erik knallt dem Bottas einfach mal die Tür zu. Nein! Es kommt! Der war näher! Jetzt bin ich auf Start und Ziel, Jockel. Okay, ich bin jetzt in einer letzten Schneckenkurve und gehe jetzt auf die erste lange Gerade. In der zweitbesten Zeit, glaube ich. Und wenn du so weiterfährst, könnte dort echt knapp ausgehen. Wenn du schon mal verbunden ist. Achso, zwischen uns, echt knapp. Da ist dieser Jake schon. Dann bin ich echt beeindruckt. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie liegt es mir. Ihr habt hier noch Zeit für ein zweites Rennen, oder? Nein, ich nicht. Was? Achso, da mag ja noch jemand livestreamen. Ja. Ja. Könnt ihr mal alles vorher ausprobieren mit so einem kleinen schnelles Rennen, ob es geht, und dann fahren wir. Was kommt denn als nächstes? Spanien. Komm, das müssen wir hinten nachhauen. Komm, das geht doch immer 10 Minuten nach Bumsen und. Genau, richtig. Ich knall den Motor ab und. Was ihr macht. Komm, Balbo in die Pimpernellen. Und Kelly freut sich und gewinnt. Na klar. In Spanien. Auf seinem Livestream. Weekend. It's Weekend Feeling. Na Jake, na, kannst du mir schon sagen, welche Kurve ich besonders scheiße war? Die erste und die zweite, die dritte nicht zu vergessen. Nein. Die dritte ist okay. Alle! Das sind weitaus verbesserungswürdig. Der ist Grosjean! Ich
komme! Hui! Das war nah dran. Am Kommen. Zusammen Brall mit ihm. Kriege aber noch keine Pfeile angezeigt für dich. Nee, für Pfeile bin ich da immer noch zu weit weg. Zeig mir deine Pfeile, tuta, tuta. Deine Pfeile? Oh, zeig mir schnell deine Pfeile. Links, rechts. Ah, oh, das war kacke gefahren. Hinten. Grüß Gott zu Haus. So. Ja, schießt, ja, schießt euch bitte ab. Schieß ihn raus. Alvo, schieb ihn raus. Oh, das war ja ich. Nee. Alvo, lass das sein. Fummel ihn am Heck. Scheiße, der ist. Es kracht. Och nö. Jake, was bist du so langsam? Fummel ihn an. Oh. Alter, Vater wie der Oma. Uah. Oh. Uah. Was hast du ihn gerade Racker genannt? Du kleiner Racker. Wow, du kleiner Racker. Ich dachte schon, jetzt ist es aber langsam heftig, ja. Jetzt fahr ich denn schneller, Jake. Weißt du, was noch viel besser ist, weil ich glaube, da vorne ist der Kenny. Echt? Ja, machen wir einen Dreier für uns vier. Hallo, kann ich mit? Puppeler! Puppeler gerissen! Huch! Machen wir Vierer für uns drei! Ah, oh, oh, Peres! Oh, oh, oh! Oh! Oh, du mexikanische Lustschlampe! Oh, yeah! Checo! Treff! Ah, Checo? Sind die Russen? Und die, ey Gott, die Russen kommen. Ey Gott, ich glaub, der Checkoff kommt. Aber wir brauchen nicht den da. Ach, Alter, du musst was sagen, ey. Normalerweise mach ich für die KI hier die Tür zu, ey. War doch viel. Mach doch! Ja, der fährt doch wie die KI. Wenn nicht der Erste, der checkt die Tür zumacht. Du hast sie nicht zugemacht, du bist reingefahren. Du hast mich nochmal zurückgerundet. Du hast die Tür zugefahren. Du hast das Haus abgerissen. Du bist quer durch. Grüß Gott zu Haus. Oh, ich hab ja gar keins mehr. Grüß Gott auf dem Klo. Hab ich erst recht nicht. Grüß Gott auf dem Dixie-Klo. Da wohne ich jetzt. Grüß Gott auf dem Scheißhaus. Ach ja. Und sonst so? Oh, muss man. Selbst. Bretter hier so meine Runden ab. Nicht hier Bretter, meiner. Du bist gerade im Playboy. Geiler Artikel. Echt gut recherchiert. Die Möpse gehen mir am Arsch vorbei. Der Artikel bei Ecclestone ist für den Arsch. Fußpilz unter der rechten Titte. Geil. Tittenpilz. Das passiert bei einem Fußfetisch. Interessantes Interview über Susi. Dann richtig gerubbelt. In 10 Schritten. Boah. Das war der erste Schritt. Und der zweite? Eieieiei. Das ist der 10. Das ist der ultimative. Was? Rosberg ist schon in der Box gewesen, ja? Das heißt, er war nochmal auf Weich unterwegs. Alter, Kenny. Bin hinter dir übrigens. Okay. Okay. Warte, das hier auch Start und Ziel. Alter, bist du mir reingedübelt, Mann? Jetzt war Start und Ziel. Oh, Mann. Ist da jemand in die Box gegangen oder ist da jemand abgeschlagen?
ich wurde weggeschoben. Nein! Das gibt Rache! Der nächste McLaren gehört mir! Valvo, kannst du mal übernehmen? Ich schieß die Sau raus, wenn sie hier vor die Flinte kommt. Sie hat mir den Kenny angefistet. Mein wildes Paarungsverhalten kommt wieder zum Vorschein. Ich mach die fertig. Wenn ich gleich in die Box komme, Susi die erste, die anlaufen muss. Was denn? Kenny hat Start und Ziel gesagt. Das war Start und Ziel. Hat der die Planer da hingesetzt? Stand ich glaube, das waren wir beide. Eine Co-Produktion. Alter, weil wo du kürzt auch fast kaum ab, wa? Das hätte sicher nicht als Strafe gezählt. Okay, bei Codemasters weiß ich nicht, aber Zeit habe ich dadurch keine gewonnen. Er hat nochmal geschrieben, ja, mit den Abkürzen bei 25 im ersten oder im letzten Rennen oder. Wayne Johnson. Vielleicht im ersten Rennen die 25 Sekunden. Vielleicht kann der ja mal in jedem Rennen das machen. Aber am besten nur für den Vago. Am besten so 40 Sekunden, so. Dass jemand anderer Zweiter wird. Ja, finde ich schon geil, dass wir so treue Zuschauer haben, die sich das antun. Okay, ich bin auf minus eine Runde runtergekommen. Gutierrez, du mexikanische Speedy Gonzales. Nee, Speedy bist du nicht. Gonzales, schlapp. Not so Speedy Gonzales. Arriba, arriba, randale, andale, andale, arriba, arriba. Klingt auch wieder wie Xena. Alter, was fahr ich denn gerade? Hoffentlich sowas hätte ich noch erklären kann. In China. Ach so! Das erklärt einiges. Und auch Gutierrez. Deswegen treffe ich die Paraboliker also nie. Das ist gar nicht die Paraboliker. Warum ist hier kein Tunnel? Ich dachte, wir sind im Wacken. Ach, wir sind in Singapur. Da gibt's auch eine Unterführung. Genauso wie in Suzuka. Gibt's ja doch mehr als ich dachte. Da klingelt irgendwo irgendwas. Ja, und ich werde nicht dran gehen. Mein Tinnitus. Hoff mal ran. Das ist bestimmt Boxen vom. Die Susi. Aber kann das sein, dass es angefangen hat, bedeckt zu werden, oder war es schon die ganze Zeit so? Ja, das ist aber schon länger. Also es hat angefangen, aber es ist schon eine gewisse Weile so. Bei mir zumindest. Bin mir da nicht sicher, weil das Grau von der Straße teilweise mit dem vom Himmel verschwimmt. Das wegen Grauen? Halt so. Ja, leider. Das Grauen kein... der Straße. Ja, leider gibt's ja keinen Regen. Wer weiß. Das war nur unsere Vorhersage. Der Wetterfrosch, der seit 3 Tagen kein Bein mehr hat und die ganze Zeit nur auf einer Stufe sitzt. Der Wetterfrosch, der da tot in der Hecke liegt, hat das gesagt. Quack. Boah, Alter. Ich bin kein Wetterfrosch. Applaus, Applaus, wo? Warst du das, Kenny, da weit draußen in der Schnecke? Nö. Natürlich, Mann. Und wie ist so draußen da? Halt die Fresse. Schneckig. Schneckig, dreckig. Ich hab eine Schnecke aufgelesen. Hat jemand von euch von Joko und Klaas die besoffenen Olympiade gesehen? Ich guck mir die Doubles nicht an. Na, damals, als die noch bei MTV waren, beziehungsweise bei Neo Paradise, da waren die noch gut. Waren die noch lustig. Da haben die gegen irgendwen aus dem, was war es denn? Morgenmagazin oder sowas? Oder Frühstücksfernsehen, keine Ahnung. Irgendwelche zwei Nachrichtenmoderatoren. Wird abgesprochen, dass die so eine Sender-Olympiade machen. Und sind dann halt besoffen da aufgetaucht mit ihrer gesamten Kameracrew und so. Und ja, es ist etwas eskaliert. Das klingt so richtig spannend, das möchte ich mir unbedingt ansehen. Halt die Fresse. Das klingt so richtig spannend wie dieses. Wow.
Dann sollten wir doch mal überlegen, die KI jetzt höher zu stellen. Höher? Joko, wann gehst du rein? Sag ich dir doch nicht. Ich warte darauf, dass ich die abschießen kann. Oder Jake? Alter, 2 Minuten Rückstand. Alter, 54 Sekunden Rückstand. Ich fahre ein alleiniges Rennen. Jetzt auf die ganzen Überrundungsdödel. Ich lass mich gleich einweisen. Ich komme in Runde 40, war es. 40 Kill. Was hast du gerade gesagt? Du lässt dich gleich anwiesen? Ja. Geil. Anneliese anwiesen. Annegret, mach die Beine breit, dann wird darin gedreht. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Der Pöller ist in auf der Strecke, aber in der Hauptzentral, ey. Was macht ihr denn mit dem? Lass ihn doch einfach leben. Ach, jetzt komme ich schon drin, der 39. Oh, willst du spielen? Willst du spielen? Ach, jetzt komme ich übrigens schon rein. Machst du mich an oder was? Das ja, Fehlinformationen, ey. Mauljucken hier, ey. Das ist die ja Fehlinformation. Fährst du Toro Rosso? Nee. Also kannst dich nicht interessieren, was ich mache. Er wollte lieber im Siegerteam sein. Danke. Der Toro Rosso ist doch nur, weil aussieht, nicht stark genug. Ich Spacke fahren muss. Du siehst ja selber, was ich hier rumgurke. Nee, sehe ich nicht, weil ich 20 Milliarden Lichtjahre entfernt bin. Ich bin Dritter mit fast einer Minute Rückstand auf Valvo. Ich kann nix. Auf Valvo? Mit 0,1 Sekunde Vorsprung vor Ricciardo. Ganz ehrlich, ich würde lieber da hinten mit rumgurken, wo ein bisschen mehr Action ist. Na dann. Hinter dir keiner. Ich glaube, ich wechsle mein Team. Ich glaube, ich gehe zum Marosha zurück. Es ist mehr Spannung im Rennen. Wie er weint. Ich bin Dritter. Machst du mich an oder was? Joker war übrigens bisher in jedem Rennen Dritter. Um das mal so zu erwähnen. Und jetzt erst weint er rum. Die anderen Rennen waren aber noch spannender. Da jetzt was herauskristallisiert. Das war, wo mir immer so wegdödelt. Dödel. Ja, natürlich, Alter. Wer bist du denn, du Mongo? Ach, hör auf. Komm, fick dich, Ricciardo, Alter. Dich wichse ich von der Map runter, Alter. Okay. Außerdem, Valvo, hast du doch gesagt, sag doch was. Also, ich sag was. Ich sag was. Ich mach mehr. Nächste Kurve. Komm schon. Meine Unmut mach ich frei drauf. Bam! Oh fuck! Oh man. Wer cooler da herum in der kleinen Schnecke? Das muss ein Kenny sein. Oh Alter, Kenny, was machst du denn? Ja, was denn, ey? Mal ohne Witz, das ist so lächerlich, ey. Also, welche Strecke tatsächlich so. Ich seh schon den nächsten Rennen. Oh, keinen Bock. Mach dir mal. Nee, so ab Monaco wird's ja gut. Wenn Spanien geschafft ist, dann kommen wir erstmal Strecken, die mir gefallen. Okay. Dann gehe ich jetzt wieder ab Kanada los. Monaco ist für den Arsch. Bei mir ist er ab Brasilien. Nicht ab Sochi? Selbst mal Russia zieht an mir vorbei, Mann. Wie geht denn das? Checo, hallo. Checkoff. Niri, ich bin Checkoff. Was du wollen? Willst du mit Putin reden? Dann drück bitte die 1 auf deinem Telefon. Möchtest du Telefonsex mit russischen Nutten machen, dann drück die 2. Möchtest du Telefonsex mit russischen Nutten machen? Wo ist die 2?
Für alle, die keine Wheelscheiben mehr haben. Fick mich einmal, Zack, und das ist die 1. Fick das. Fick den Hörer zweimal. Für. Das ist ein Schwede, das ist eine Erektion. Boah, der fährt nicht los. Er fährt nicht los. Der Mösenpups. Ja, wohin denn? Neue Bestzeit für mich. 1:41.8. Yeah. Ricciardo, mach Platz. Du Aussi. Ja, hast du mich einer aus? Ja. Ein paar Zähne fehlen ihm auch schon. Ich glaube, Kenny war schon mal da. Alter! Denk mich nach Philipp Faust! Oh, mein Gott! Hat jemand meine Zähne gefunden in der Box? Meine Glückszähne! Ein Boxenstopp. Zahnstopp. Ich glaube, ich habe meine Krone verloren, Boss. Boxenzahn. Ja. 1:43.633! Beim nice. Ersten Ei. War das deine beste bisher? Ja. Glückwunsch, Joker. Auf weichen Schlüppern. Toll. Ich freue mich einen Ast ab. Unser Ricciardo. Gerade auf Start und Ziel. Das ist schön für dich. Und beweist, wie gut du heute bist. Chaka, du schaffst es. Dann sage ich halt nichts mehr. Mein Gott. Fühlt euch doch nicht mal so gleich angemacht. Macht mich doch einfach aus und dann ist gut. Schmeißt mir einfach eine Decke über den Kopf und... Why so dark? Hey, wird das Licht ausgemacht? Das ist doch der Dark Knight. Dark Knight. Ich krieg überhaupt nichts mit. Licht aus. Licht schreibt man mit T. 1:43.613 nochmal verbessert. Wo war das noch? Ach, Schuh, das war nicht du, ne? Jo. Dann weiß ich nur noch das mit der Jacqueline. Jetzt musst du wieder kotzen, Jacqueline. Aber Hachi, mein Bruder. Seid ihr zwei Shoshonen? Schau, Shoshonen. Und schon schön wohnen. Sie haben den Klappstuhl ausgegraben. 1:41.781. Ich komme, Jake. Macht die eigentlich alle schon in der Box? Ja. Jo. Ja, Vettel. Ja, Vettel mag nochmal an die Box. Joker hat dich Vettel genannt. Letztlich Spaß macht. Alter Depp-Sepp, was wird das? Das war klüger als alles, was ich bisher von Vettel gehört habe. Damit
Kenny, aber vorhin mit Weisheit um sich geschmissen. Oh, hallo. Hallo. Alter Vettel, du stinkst und nervst und alles. Jake. Oh, der ist schon wieder hinter mir. Ja, da habe ich mich so gut gefühlt. Jake ist also der Erste, der vorbeikommt. Oh nö. Da ist er ja. Na, willst du spielen? Na komm. Also wir notieren Runde 44 im Rennen. Check 45. Wow, das war ein bisschen aggressiv. Da wäre ich fast ein bisschen weggerutscht. Bam. Oh, chillten, du Furz. Chillten, du Furz. Das Coole ist eigentlich, beim nächsten Rennen kann ich das schon so einrechnen. Jake, eine Runde Vorsprung, das heißt, eine Runde schnell an die Box kommen, frischere Reifen haben. Praktisch. Praktisch. Nee, was praktisch. Der Poller bleibt in mir. Ach ja. Thomas wusste beim Kacken. Am besten. Ein Dummy. French Open Sieger. Ich glaube 1996, wenn ich mich recht erinnere. Das könnte hinkommen. 96 oder 97. Tennis habe ich echt eigentlich. Ich kenne nur Sampras, Agassi, Muster. Becker Stich. Becker Stich. Navratilova. Martina Navratilova. Wattenkerl. Mehr Kerl als Michaela Stich, ey. Navratilova, die alte Lesbe. Monika Seles, die damals das Messer im Rücken hatte von Steffi Grafs Fan. Jo. Echt? Ich glaub, was, ey. Okay. Mitten auf dem Mittenwert, die Beni gespielt haben, der im Publikum saß und hat den Messer ihren Rücken gestochen. Okay. Ich glaube, nach 2 Jahren oder so konntest du dann wieder spielen. Geworfen oder? Hat ziemlich so hinter ihr gesessen und konnte über die Absperrung und. Alter. Oh. Goran Ivanisevic. Der war mal für Dortmund hoch. Auf das warte ich bei Formel 1 auch noch. Da wird es ein bisschen schwerer. Und beim Boxenstopp. Du lässt jetzt schön den Luis vorbei, ja? Let him go. Oh, sorry. Der sitzt so hinten auf dem Auto drauf. Messer wieder an die Kehle halten. Toto, die Mörderpuppe. Das ist schon wieder ein Kommentar. Toto, die Mörderpuppe, Runde 46, eindeutig. Martina Hingis, die alte Schweizerin. Kannst du mir das kotzen, ey. Kenny, ich fahr mal innen. Links. Nö. Nö! Wie heißt die neue? Die Tennisspielerin? Die Radwanska oder so, oder? Radovan? Radwanska, aber so neu ist sie gar nicht. Die spielt schon länger, oder nicht? Ja. Die ist mit Perwoll gewaschen. War halt so, dass sie jetzt so ein bisschen erfolgreich ist. Aber am erfolgreichsten ist ja immer noch diese blöde Serena Williams, die alte Nutte. Da mag wohl jemand Serena Williams. Ja, aber die haltet sich jetzt schon ziemlich lange da oben, oder?
trotzdem. Ja. Bah, ist ja wie Schumacher. Ihre ältere Schwester, die hat leider nicht so viel auf dem Kasten, Venus Williams, aber die fand ich eigentlich immer so von der Art her immer netter. Immer geil. Von der Art. Ich dachte immer, es wären dieselben. Ich bin ja nicht mal so verfickt wie du. Ist mir doch egal, Hauptsache. Loch ist noch. Ja, Hauptsache schön. Hey, die stöhnt gar nicht, ist keine Frau. Thomas muss das eine Frau gewesen. Oh Gott! Hilfe, meine ganze Jugend. Oh, was habe ich mir denn runtergeholt? Dieser Tennisschläger, der hat mir alles bedeutet. Dieser Tennisarm. Alter, bist du schon Fakko. Aber wenn man hier die Scharoppa war, Alter, kannst du genauso gut ein Porno drüber legen, ey. Hast du die passende Synchronisation dafür, ey. Aber die Scharoppa, die kann ja wenigstens noch halbwegs seine Spiel. Die Konikova konnte er ja nicht damals. Ja, wenn sie schon Po heißt, Scharoppa. Wenn du frei vom Tennisspiel mal aussiehst. Ah, die Konikova war schon eine geile Stute. Die Ivanovic ist aber auch eine geile, oder die Dänen hier, wie heißt sie noch? Ivanovic ist eine Chelsea? Wozniacki, genau. Wozniacki. Advantage, Wozniacki. Okay. Muss ich mir mal anschauen. Ich bin der mal AFK für eine halbe Stunde. Ich fahr mal eben an die Box, dauert nur 2 Minuten. YouTube, so, wen haben wir denn da? Was dauert doch 3 Minuten. Wie schreibt man Bolzen hier? Ich hab da schon beide Hände am Ding zu denken. Muss nie jagen. Na komm, haut schon hin, so, suchen wir mal. So, jetzt stöhnt für mich, Alte, los. Von Apple. Wie findet der Kenny geil? Egal, zieh ich durch. Zieh durch! Mit der Vorhand! Oder mit dem Vorhand? Rückhand? Alter! Alter, was geht ab? Was ist, wenn du Penisbruch hast? Ist das ein Tiebreak? Ich glaube, ich hab einen Matchball! Da kommt ich die Bäcker raus! Flügelbruch! Alter, ich mach die Bäcker aus. Und am Ende ist das Rennen doch noch lustig. Spannungsarm, aber tennisreicher. Das ist der größte Spaß, den ich bisher in meinem Leben mit Tennis hatte, ey. Tennis war echt immer ziemlich langweilig. Ach naja, jetzt gibt's sogar nicht mehr so die Typen wie damals. Gerade eben Muster oder so. McEnroe. Ein Bäcker. Die Schiedsrichter da angemacht haben. Den Schläger richtig zerdeppert haben. Heute Federer. Roger Federer. Ja, aber Federer, der hat auch ordentlich was geleistet. Ja, konnte ich wohl nicht leiden. Finde ich cooler als den Nadal oder so. Ich mag den Djokovic. Ja, wegen dem Namen. Nee, aber so ist er mir sympathischer. Federer, Schweizer. Bäh. Notiere, Schweizer mag der Joker auch nicht. Haben mir die den Dödel angeknackst, ey. Meine Fresse. Generell eigentlich alle, die nicht so erfolgreich waren im Tennis, die sind mir immer auch erfolgreich. Lieber die sind mehr erfolgreich. Die sind erfolgreich in meinem Herzen. Kann man so sagen, ja. Als die ganzen Dödel, die Haufen Titel da haben, wie ein Sampus. So. Kann man sehen, dass es bei der Formel 1 genauso ist. Da mochte ich auch einen Coulthard lieber als irgendeinen Schumacher. Das war immer wieder Sears. Jedes Jahr hat er gesagt, dieses Jahr wieder Weltmeister. Und ich musste so lachen. Dann war ich Keller auch. Naja gut, der war einfach nur eine weinerliche Pussy. Aber da mochte ich ja halt doch eher so die Underdogs lieber. Ist ja auch jetzt noch so. Ja. Und mich jagen mit den ganzen Mercedes-Furzköpfen. Wir können von Division 2 auf 3 wechseln, wenn du
oder Vettel. Ich mag immer die Rebellen. Die merkt man gar nicht. Arnautovic, Balotelli. Ja. Damals Montoya. Ja, Montoya war cool. Auf jeden Fall, ey, der hat sich nichts sagen lassen, der hat seinen Stint durchgezogen, ey. Ja. Aber auch beschissen, ey. Ziemlich auf Crash teilweise aus. Ach was, das war alles geil, ne? Nee, war schon cool. Der hat sich hat halt einfach mehr riskiert als die anderen. Die hinten ja. Nachfahrpussis. Er hat ein bisschen mehr Hirn benutzt als heutzutage ein Maldonado oder ein Grosjean. Oh ja. Aber dafür war er halt damals mit Ralf Schumacher zu lange in dem Team mit, war denn mir damals. Das färbt ab. Crashen, crashen, crashen. Ich habe nach einer Zeit erfolgreich Ralf Schumacher ausgeblendet. Dieses schöne Auto mit Montoya als Teamkollegen und der sitzt da drin, Alter. Der Name macht's. Dennoch dieser. Der Name macht den Schuh. Der Manager von den Schumachers, wie ist der? Willi Weber. Willi Schumacher. Dieses hässliche Kind, ey. Halt schon mal so was zu kotzen. Der Manager von Hülkenberg, oder? Oder war es zumindest mal? Okay, ich dachte, der managt sich selber, oder? Vettel ist der Manager von Hülkenberg? Hat Vettel nicht Willi Weber als Manager gehabt? Ne, Vettel hat sich doch selbst gemanagt, oder? War das nicht einer der ersten, die da angefangen haben? Also ich meine, dass Willi Weber auf jeden Fall mal Hülkenberg gemanagt hat. Ob es noch tut, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Vettel einen Manager hat. Vielleicht aber am Anfang damals. Vettel Manager 2010. Von EA Sports. 1,387, ey. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn. Warum zieht uns der Jake so ab? Ab, ab, ab. Ab, 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 ab. Jetzt ja. Text sicher wieder. Bombe. Are you ready? Ah, zum Glück ist der Rennlay zu Ende hier. Och, ich hatte gerade so viel Spaß. Hab gerade Hamilton überrundet. Ja, da schnitt sich mir eine Kerbe in die Felge, in den Reifen. Bist du jetzt im Start und Ziel? Jetzt ja. Ich bin an Massa dran, hey. Dann kriegst du mich dann doch nicht mehr. Stehen bleiben. Hier geblieben. Zieh zum Schlipper. Am Auspuff. Wenn du mehr am Auspuff ziehst, dann zieht der Susi am BH. Okay. Dann ist er nackt. Blank. Blank eingelocht. Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss sein. So unten rum dieselbe Frisur wie er oben rum, ne? Kobayashi! Kobayashi! Kaio Kise! Ai! Arigato! Das heißt, hau KJ raus! Mit Harakiri! Ja. Takeshis Castle! Takeshis Castle habe ich echt gern gesehen. Oh ja, auf jeden Fall. Die zwei oder drei Sendungen, die lustig. Wirklich am Ende geschafft haben, ey. Ja, das letzte Spiel war mal so unfair, ne? Das konnte man eigentlich fast gar nicht schaffen. Volkshelden heute. Also damals auf DSF. Ja. American Gladiators und danach Takeshi's Castle, ey. Ich dachte, da gab's nur Nutten auf DSF. Ah, die gibt's dann 0 Uhr. Okay. Boah, der Pöller ist geflogen. Nice. Der Pöller soll fliegen. Adler soll fliegen. Der Pöller soll fliegen. Boah, ist das ein alleiniges Rennen. 2 Minuten 48 auf Joker. Auf Jake. 1 Minute 11 auf Joker. Oh Mann.
25 Sekunden halt Vorsprung auf Rosberg. Juhu! Nico! Da könnte man echt die KI noch eine Spur raufschrauben. Fick dich! Dann kotzen wir richtig ab, vor allem Spanien, ey. Ja, gut. Hast recht. Oh shit. Monaco, Spanien. Ich habe auch das Gefühl, Codemasters hat es irgendwie so gemacht, dass im Verlauf der Saison die KI schwerer wird. Obwohl, so beim letzten Rennen dann wieder? Ja, in Abu Dhabi, das ist dann wieder so eine Ausnahme, aber wenn du mal Abu Dhabi weglässt, da hast du irgendwie die ersten Rennen, ist das meiner Meinung nach immer einfacher gewesen als im weiteren Verlauf. Ich glaube, die haben das gelost. Ausgelost. Und hier, machen wir mal stark, machen wir mal Profi. Ja, kann schon gut sein. Vielleicht habe ich deswegen am Anfang der Saison mehr Schnitte als zur Mitte. Zur Mitte. Zum Sack. Zack, zack. Ja. Nee, dann sag doch nicht so was, wenn du uns so eine Vorlage lieferst, dann müssen wir die auch beenden. Also nichts mehr, was ich auf Twitter reinbreiben könnte. Was fängt mit T an und hört mit Itten auf? Zitten. Tiefkühlfritten. Ich hab gerade überlegt. Tukini oder was? Du alter Tuckerer. Ich würde eigentlich Tzatziki sagen, aber. Es war noch besser. Oh Mann. 54. Runde, bald haben wir es geschafft. Ja, Jake, du bist in der 55. Schrub dir einen. Kenny, muss ich Bernie vor mir? Bernie? Gegen Massa. Gar nichts gesagt. Hab gar nichts gesagt. Außerdem bin ich in der 56. Und direkt hinter dir. Bam. Alter, Kenny. Was machst du denn da? Wo das DRS-Schild wegbügeln. Achso. Das kann schon mal zu Explosionen führen. Müsstest so Explosionen einschneiden, jedes Mal, wenn es ein Schild oder ein Hütchen wegfisst. Jedes Mal, wenn du den Poller knallst. Ja. Noch mit so einem richtig lauten Effekt. Oder jedes Mal einen Furz vom Joker reinschneiden. Das geht auch. Dodge. Alternative Tonspur. Die ab 18 Tonspur. Dazu noch die Untertitel. Rülps, Furz. Eieieiei. Xena, Milk, Sex. Das müssen wir echt mal machen. Oh. Geh keine Risiken mehr ein, volle Rotze Bäm! Geh deine Risiken richtig ein! Finger im Po, Risiko! Setz dich in die Schlangengrube bei Start und Ziel und warte, bis der Joker kommt! Glückwunsch an Jake! Gar keine Bestzeit mehr? Oh, schwul! Vierten Sieg im vierten Jahr. Da hab ich ja noch eine Chance! Halt einfach über jede Kurve so kacken. Kacken. Erst kacken, dann kacken. Hui, 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 hui. Der ist Schild. Bäm. Ups, Massa, hallo. Entschuldigung. Hallo. Was machen Sie hier? Sie haben kein DRS, das Schild war weg. Ich bin der lieben Philippe. Schamlippen für Lippe. Aber Schamlippe in der Button. Ja, endlich das Ziel. Hui. Nein, ich wollte dich doch überholen. Da fährt der Valvo. Ein einsam starkes Rennen. Da ist der Rosberg, oder? Vor mir. Nika! Ja, das ist der Rosberg. Oh, das war etwas abgekürzt. Schön, den Pöller verfehlt. Ja. Puh. Du kommst an die drei Doubles. Jake auf 1, Balbo 2, Joker der 3, Rosberg auf der 4, Hamilton 5, Alonso 6, Vettel 7, Ricciardo 8, 3, Köln 9. Und Bottas erwischt den letzten Punkt auf der 10.
Perez, Hülkenberg, Kenny, Massa, Grosjean, Gutierrez, Sutil, Maldonado, Bianchi, Chilton, Eriksson, Kobayashi, 5 Runden Rückstand. Oh. Ja, dann war es das schon mit China. Wir sind aber schöne Zeit, Kenny. 43,8. Halt die Klappe. Laber mich nicht voll, ey. Laber mich einfach nicht voll. Man sieht mich natürlich mal wieder nicht. Doch zum Kotzen, ey. Sieht Jokers Heckflügel. Da hängt noch ein bisschen Sperma dran. Ja, liebe Leute, wir sehen uns dann wieder in Spanien. Ja, was? So schnell beenden? Erstmal ausschweifen und sagen, was für ein geiles Rennen das war. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gratuliere an Jake und an Joker. Jo, danke. An Malvo und an Jake. So, die wollen alle ein Zimmer und ja. Ich krieg keinen Glückwunsch, darum brauche ich kein Zimmer. Und keine Glückwunsch für den neuen Twitch-Follower. Was? Den gibt's bestimmt. Ist bestimmt, wenn du nur auffällig genug die Werbung kommt bestimmt. Reinblendest. Und wer ist jetzt auch gerne auf Skier? Auf Spanien? Ja! Skier? Auf Skier nach Spanien. Spanische Skier. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis nächste Woche in Spanien. Tschüss! Yes, yes, yes! War das geil, war das geil, war das geil? Malvo geht richtig ab. Das fahren wir gleich nochmal. Nochmal China? Ja, bin ich voll dafür.